Vielleicht noch nicht. Nee. Okay. So, es geht los. Genau, wir sehen Zelda gegen Inkling. Eigentlich auf sie zu erwarten. Auch Battlefield. Wird immer eine sehr coole Stage für Zelda, weil sie unter der Plattform stehen, kann das Phantom machen und hat er da, kann sie nicht von oben kommen. Hm. Genau, wir sehen wahrscheinlich generell eher ein defensives Game von beiden Seiten. Brienne ist einfach ein ruhiger Spielerer und Zelda ist halt Zelda. Die ist am besten, wenn sie einfach Sage kontrollieren kann, ein bisschen zonen kann. Ja, genau. Sie versucht das Game so langsam wie möglich zu machen an sich, kann aber auch sehr, sehr schnell Damage aufbauen. Also ja. Zelda seit Millie ein Charakter mit extrem viel Damage einfach, vor allem auf ihren Aerials. Ja, auf jeden Fall. Von der Seite Zelda, du misspaced halt einmal und dann bist du direkt tot. Da kommt ja. Diese Fair, der Backer auf Shield. Oder genau, Shield. Genau, ja. Man sieht erstmal von Filz, sehr, sehr schöner Start. Oh, das auch ist das, ja, die Abwehr ist so stark. Und das ist gerade die Silhouette von Filz, so wie es aussieht. Okay, der meint, wir kamen, dachte ich zumindest ein Hit, den kriege ich noch auf. Trotzdem sehr starker Lead von Filz, hat sehr schön vorgelegt. Da muss ich, wir kommen, ist halt so ein Spieler, man sieht, der hat einmal Advantage und passiert sehr viel. Hat 46% bekommen aus dem ersten Hit, 77%. Und das ist eben dieses Spiel. Du wirst einmal getroffen und dann bist du mal 100%. Das passiert eben mal. Ja, die Ledge Traps haben auf jeden Fall sehr gut geholfen. Jetzt gerade ist es wieder even und funktioniert und die? Kein Abwehr, das passiert. Ist halt so, der wichtigste Skill Confirm, den Inkling hat. Natürlich den nicht zu kriegen, ist immer ein bisschen traurig. Mhm. Passiert eben. Ist halt ganz normal, dass man so eine Input sich trifft. Trotzdem, okay. Ich glaube, dieser erste Stock hier ist super wichtig. Weil ich glaube, das sind beide Spieler, die mit dem Lead hier anfangen können. Für ihre Passivität. Diesen ersten Socket zu holen, ist super, super wichtig. Hätte der Backthrow da auch gekillt? Noch nicht. Ah, okay. Da kam die Rolle nämlich an die Edge und da denke ich immer so, ja. Sonic früher. Oh, oh, da haben wir wieder den Damage. Genau, das kann der Bibelcampo. Und guck mal, 50% auf 3 Hits. Wenn Inkling 1 hat, ist es auf jeden Fall Damage Output. Mm, oh, sehr, sehr schöner Grab. Ja, es reicht. Okay, der Taunt. Genau, es sind nur 50%. Das ist nicht so schlimm. Kann man dafür noch machen. Was mich wundert, am Anfang hat Felix super schön gecampt, hat das Deck genau so, und das ist der Fandel, muss halt machen. Weil da kann Inkling einfach nicht approachen. So soll Inkling an Zelda rankommen. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal gewesen, dass versucht wurde, die Inkbomb oder wie die heißt, Splatbomb, glaube ich, zu shielden oder beziehungsweise zu reflektieren. Und das hat nicht geklappt. Darauf muss er wahrscheinlich nochmal achten. Genau. Die Splatbomb hat eine super komische Flugbahn einfach. Das ist eben nicht so ein normales Projektil. Sehr langsam, ne? Genau. Hat Vorteile, hat Nachteile. Und Abwehr, sehen wir es? Ja. Let's go. Abwehr, das ist das Stocklead für Bibelcampo. Und jetzt kann es ja anstrengend werden, weil jetzt ist eben Filch ein eher defensiver Spieler mit Zelda in der Position, wo er approachen muss, eigentlich, um das noch rauszuholen. Okay, Jab. Genau. Wenn Filch mit Hütchen, er ist mal ein bisschen sehr weit hinten, was Stage Control angeht. Ich glaube, wenn er ein bisschen weiter vorne stehen würde, würde es besser laufen. Das ist aber ein schöner aber Abwehr gerade. Oh. Ja, ich glaube, er wollte mit dem Upbeat das Getup catchen. Mhm. Super strong die Attacke. Okay, das ist der Damage. Genau, das ist noch alles okay. Sehr schön, wie viel gelandet ist, aber abgewartet, gefastfold. Hat gesehen, okay, ich kann noch die Ruhe bewahren. So, und das ist jetzt, da muss Filch aktiver sein. Das ist Zelda Lash Tripping. Das ist seine Condition, diesen Zock zu holen. Ah. Genau, man sieht, Bibelcampo kann einfach weglaufen von der reflektierten Bombe. Also bringt gar nicht so viel, die Bombe zu reflektieren an der Stelle. Ja. Also, ich verschwindet halt immerhin, das ist das Gute. Aber man sieht eben, er hat so viel Lag. Nach diesem Reflektor, wenn wir Kambo da einfach das proaktiv versucht zu contesten, geht das auf jeden Fall hin. Oh, geparried, sehr gut, Up-Throw, Up-Air. Jawohl, das sitzt jetzt langsam. Oh, und der Edge-Grab versucht. Oh, das war's, oder? Jump. Oh ja, nein, Jump aufbewahrt, sehr gut, killt sogar mit der Recovery. Ja, aber das ist, ich glaube, ich kenne nicht genau das Prozentwindow auf Up-Air, aber man sieht über Kambo, der will ein bisschen die Grabs haben, also ich glaube, wir sind drin. Ja, wahrscheinlich. Und da, ja, man sieht, er ist sehr vorsichtig. Ah, hier ist ein bisschen. Max Range. Genau. Aber man sieht halt genau, da ist der Grab. Und das sind sehr, sehr viele Pummels gewesen. Ja. Aber Abwehr. Ja, hat gereicht, Tatsache. Hat eben gesehen, Bibelcampo hatte diese eine Win-Condition gerade. Das ist Abwehr und da ist auch gegangen. Einfach sehr, sehr viel runtergespielt. Auf jeden Fall. Also 1-1 jetzt an Bibelcampo. Ja, genau. 1-0 für Bibelcampo. Mal schauen, ob er auf der Zelda bleiben wird, ob wir Wechsel sehen würden von Filch. An sich machbar auf jeden Fall. Ja, also ich würde auch sagen, dass Inkling da vielleicht auch ein bisschen Vorteil hat, einfach weil er wendiger ist. Aber es kommt darauf an, wie die Zelda campen kann, glaube ich auch. Hattest du so gesehen, am ersten Tag war eigentlich alles super fein für Filch. Er hat einfach ein bisschen gecampt, ruhig geblieben. Also weil er eben diese Openings zulässt von Inkling, die sind eben maximiert mit Bibelcampo. Dann wird es eben problematisch. Ja, genau, dann kommt der Rushdown. Eine Sache, die Inkling sehr gut kann. Ja, was ihm auch so hat eben gesehen, Inkling hat eben diese eine Condition gerade im Stockdown. Das ist eben Abwehr. Und Zelda hat natürlich ein paar mehr Conditions, aber es kann auch schwieriger sein, wenn du mehr Optionen hast, das alles richtig zu machen. Hm. Dementsprechend mal schauen.
sind auf jeden Fall die interessanten Wii-Fit-Series Musikauswahl. Sich auch selten. Step Plus. Okay, ich dachte eigentlich auf Wii Fit Studio Omega oder irgendwie so. Aber tatsächlich auf FD. Genau. Genau, das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen FD und Battlefield. Mal schauen, ob sich das auch vom Gameplay her großartig verändern wird. Eigentlich ist FD zwischen in der jetzigen Meta echt oft gebannt, habe ich das Gefühl auch. Also man sieht kaum FD. Das Ding ist halt, deshalb wollen auch viele FD als Counterpick haben, wenn man so eine typische Sages-Sust aus Starterpicks und Counterpicks. FD ist eben sehr, sehr kontrovers, weil das diese Matchup sehr shiftet ohne die Plattform. So, der sehr schönste Displaced Phantom. Das muss einfach weitermachen. Darf man ein bisschen Displaced Phantom machen. Ein bisschen die Flash-Up bewahren. Stage-Kontrollen ist das Wichtigste. Genau, jetzt sehr schöne Upper-Strings. Und da muss man ein bisschen mehr reagieren, ein bisschen früher loslassen. Dann läuft das auf jeden Fall. Das ist schon eine sehr schöne Rolle von der Ledge. Genau, das ist jetzt Phantom. Und man muss damit eben arbeiten, nicht damit Stage Control holen. Aber so dieses Long-Range-Game, das bringt halt keinen von beiden voran. Jawohl, sehr schöne Up-Tilts wieder. Da wieder ein bisschen zu passiv, um das Serien zu catchen. Die drei beide gerade wieder sehr, sehr ruhig. Und die Nähe, aber trotzdem, Zelda, die kommt da immer wieder. Da ist alles entspannt. Ganz leicht mit Space und das wird sehr, sehr hart gepunished. Und jetzt ist halt Inkling an der Ledge gegen Zelda. Das ist eigentlich da, wo Filch dominieren sollte. Und der Roller wird nicht gepunished, das ist sehr, sehr sad. Der Roller war super, super unsafe. Mal schauen, Filch mit Stage Control. Mal schauen, was er machen kann. Wir bekommen auf jeden Fall sehr ruhig. Man sieht, der lässt sich seine Zeit. Der weiß, muss sich reinhalten. Das ist eben Zelda. Wenn ich nur reinhalte, werde ich hart gepunished. Da hat sie ein bisschen. Ja, das Spiel gerade generell wieder sehr langsam. Beide haben eben Angst, diesen ersten Stock sofort zu verlieren. Hat im Game davor gesehen, was passiert, wenn der erste Stock verloren ist. Weißt du, wie das Window ungefähr ist von Up-Throw-Up eher? Es ist bei jedem Char unterschiedlich. Und vor allem ist auch noch Rage, das geht ja auch noch mit. Aber wir sehen es gerade. Das ist sehr knapp. Eben hat er, ich glaube, bei 106 ungefähr den Up-Throw bekommen. Das hat er im Rage. Heißt wahrscheinlich so bei 100% wird es killen. Man hört den Mash, aber es reicht leider nicht. Dieser Roller ist nicht ganz so schwach. Aber trotzdem, das ist ein Inkling auf 120%. Oh, schön. Der reicht leider noch nicht. Aber einfach mit Fan Blast trappen, genau. Ich muss halt landen. Da leider ein bisschen zu langsam gewesen. Und die Filch kommt jetzt so ein bisschen rein, ist in sein Ledge Trapping Muster drin. Da leider, ich glaube, das war ein bisschen Put. War wahrscheinlich nicht Dashcam, sondern auch die Vorbuffern. Backup ist auch sehr patient an der Edge. Also er geht sehr weit runter und recovert dann erst, um eben durch das Ledge Trapping von Zelda zu kommen. Genau, er will eben einfach dieses Feld ein bisschen ausdollen. Und das kann der Charakter einfach sehr schön machen. Oh, und das war's. Okay, der F-Tilt killt. Aber trotzdem ist Zelda auf 60% und Zelda ist halt gerade voller Ink. Oh. Und, sehr schöne Strings. Up-Tilt in Tunnel funktioniert nicht so gut bisher. Man sieht, die Kombos, die kann er. Die hat er mehr als oft genug geübt. Down-Air-Up-Smash. Ja, generell einfach diese. Also, der Kampo macht auch Spurries immer sehr schöne Confirms. Das merkt man. Der hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Gameplan. Oh. Und ein paar Mal nur, aber genau, Abwehr ist nicht Abwehr mehr true anscheinend. Und sehr, sehr schöner Bait. Da hat die Bombe geworfen. Hat sich extra so gespaced, dass der Downsmash trotzdem noch trifft. Und das ist jetzt schon der letzte Stock, Filch im Winners. Der Pull ist der letzte Stock. Das hat wie bekannt mit Stock. Man sieht eben, der approach nicht, wenn er nicht muss. Da sieht er das Opening. Macht er wieder seine Kombos. Genau, jetzt kann Filch wieder ein bisschen erwartet pushen. Aber trotzdem ist Ledge Trapping. Es ist sehr schwer für ihn, wie bekannt mit Ledge zu halten. Okay, das sieht gerade nicht besonders gut aus für Filch, aber noch alles machbar, schöne... Sehr schöner Confirm. Schöne Vorwahl. Aber es hat immer noch Inkling. Er kann Inkling mit einer Taktion jetzt töten. Das heißt, da ist immer noch alles drin. Er hat halt ein bisschen Probleme... F-Smash-Trift, das war sehr, sehr wichtig gerade. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr schöner, letztendlich bemerkt, wann diese Roller kommen, konnte das mit F-Smash gut punishen. Trotzdem, Filch bei 80%. Wahrscheinlich eine Combo und dann wäre Abwehr schon früh. Okay, noch kein Abwehr. Nee, genau. Wir können wahrscheinlich die Abwehr fresh halten. Okay, der Jab. Ja, genau. Jetzt ist auch nicht mal. Er lässt sich einfach jetzt Zeit, weil die muss er sich nehmen. Ja, und die Splatform schickt nach rechts. Sehr interessant, immer wie das manchmal ist. Und okay, sehr schön, hat noch getroffen. Trotzdem, man sieht Filch so ein bisschen nervös. Oh. Aber langsam. Sehr, sehr viele Einzelhits, die er gerade kriegt. Ja. Nicht irgendwelche starken Kombos oder Confirms. Aber diese Einzelhits sind eben auch super wichtig. Abfroto. Das sollte wahrscheinlich Nein. sein. Genau, anscheinend ist es nicht mehr true bei den Prozenten.
Mal gucken. Also wenn das jetzt nicht mehr im Window ist, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Roller sehr viel genutzt wird. Ja. Oh, da ist er. Und das war's. Das ist das 2-0 für Bibel Campo. 2-0 Bibel Campo. Okay. Ja, ich werde mich jetzt mal...